Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich grüße Sie herzlich zum Gottesdienst, auch die, die mit uns online verbunden sind. Tempus Fugit, so hieß das Musikstück, das wir gerade gehört haben. Die Zeit rennt, sie eilt, sie flieht. Im Gottesdienst halten wir inne, machen uns bewusst, wer unsere Zeit in Händen hält. Gott ruft uns heraus, wo wir versinken im Gleichmaß unserer Tage. Er ruft uns heraus, wo Altes nicht mehr stimmt. Er ruft uns heraus, damit wir umkehren und leben. Und er ruft unser Herz. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Bei Gott ist die Quelle des Lebens und in seinem Lichte sehen wir das Licht. Beten wir im Wechsel den Psalm. Gott, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Wie die Berge fest stehen über den Tälern, steht deine Gerechtigkeit fest über der Welt. Wie das Meer unendlich sich breitet, so ohne Grenzen ist deine Macht. Wie kostbar ist deine Güte, o Gott,
Bei dir finden wir Menschenkinder Schutz. Wir werden satt von den reichen Gütern, die die Erde darreicht. Und du tränkst uns mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Ehre sei dir heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Gott, du bist Ursprung und Ziel unseres Lebens. Du rufst uns heraus. Gott, lass unser Herz dein Wort hören. Gott, mach uns Mut, etwas zu wagen, im Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft, jetzt und alle Zeit bis in Ewigkeit. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im ersten Buch Mose im 12. Kapitel. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören aus Lukas im 5. Kapitel. Es begab sich, als die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Herr, segne du Reden und Hören. Ja, liebe Gemeinde, beeindruckend, was passieren kann, wenn wir Jesus mit in unser Boot steigen lassen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr Frucht bringt. Das erleben wir bei Simon Petrus unmittelbar mit. Seine Geschichte spannt einen großen Bogen von der Nacht der Vergeblichkeit über zaghaftes Vertrauen, den großen Fang, dem Erschrecken, bis hin zu einem Neuanfang ohne Angst. Sein Leben bekommt eine neue Ausrichtung und Tiefe. Lassen wir uns mitnehmen auf diesen Weg des Simon Petrus, fragen uns, wo finden wir uns in seiner Geschichte wieder, wenn man den Verlauf dieser Lebenswende wie einen Zeitstrahl von links nach rechts verstehen würde auf einer Skala von 0 bis 10 von Resignation bis hin zu neuer Begeisterung und Ausrichtung. Wo würden Sie sich sehen? Zwei Boote liegen am Ufer des Sees, die Fischer sitzen abseits und reinigen ihre Netze. Das ist ihr Job, das ist ihr alltägliches Geschäft. Die Menge drängt heran, die Leute wollen hören, was Jesus von Gott zu sagen hat. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, was Sie vielleicht über die Menge der Leute, die da herandrängen, denken. Offensichtlich gibt es Leute, die nichts zu tun haben. Jesus bittet Simon dann um einen Gefallen. Damit die Leute ihn besser hören können, möchte er vom Boot aus predigen. Simon lässt sich darauf ein, Jesus steigt ins Boot, lass ihn reden, denkt sich vielleicht Petrus, es war eine richtig schwierige Nacht, stundenlang vergeblich die Netze rein und wieder raus, mühsam nur auf den Beinen gehalten, müde, frustriert, wofür? Nichts gefangen, aber auch gar nichts. So langsam wird es vielleicht kritisch, wie soll ich meine Familie ernähren, wenn das so weitergeht? Die Nacht der Vergeblichkeit und Enttäuschung, mir fallen andere Menschen dazu ein. Eine Frau, die sagt immer das Gleiche, die Kinder, die wieder quengeln, immer wieder Unordnung machen. Ich selber bin wieder nur genervt, wieder nichts geschafft den ganzen Tag. Und mit ihm, ja, wieder und wieder die gleichen Diskussionen, die gleichen Streits, wer nun Recht hat, die gleichen Verletzungen. Ich soll wieder klein beigeben, das ist doch verlorene Liebesmühe.
Ich denke an einen älteren Mann, wieder die Trauer, die mir alles zuschnürt. Ich halte das nicht aus, wo soll ich denn hin ohne meine Liebste? Was soll ich denn noch machen, wofür mich rasieren, kochen, aufräumen? So komme ich nicht weiter, was bringt das? Oder ein Ehepaar im Wartezimmer, wieder dieses Warten, wie schon so oft immer wieder warten, bis der Arzt sagt, ja, wir haben keine Tumorzellen mehr gefunden. Immer wieder Kontrollen, Chemo, Bestrahlung, hoffen, enttäuscht werden. Ein Mann in seinem Büro, er kann die Misserfolge kaum zählen. Was hat er nicht alles versucht? Wie viele Feierabende hat er nicht drangegeben? Wie viel hat er sich vorgenommen für diesen Tag, damit diese Präsentation heute gut gelingt, diese Konferenz, an der so viel hängt? Und dann wieder nichts. Er hatte das Gefühl, sie lachen nur über ihn. Jetzt sitzt er, trinkt seinen Kaffee, hört gar nicht, wie sich jemand zu ihm setzt, sieht sie kaum, als sie ihn anspricht, mit ihrem Kaffee ihm in die Augen schaut. Komm, sagt sie, versuch's noch mal, versuch's doch noch einmal. Ausgerechnet sie, denkt er, ist ja schon nett, dass sie sich dazusetzt, aber sie ist aus einer ganz anderen Abteilung. Sie versteht überhaupt nichts von seiner Arbeit und von seiner Verantwortung und von seiner Angst vor dem Scheitern. Und doch, die Worte machen Mut, ihr Blick macht Mut. Jesus sagt, fahr hinaus, da wo es tief ist und werft eure Netze aus. Simon antwortet, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Rausfahren jetzt bei heißem Sonnenlicht und an einer tiefen Stelle die Netze auswerfen, das widerspricht doch jeglicher Erfahrung eines Fischers. All die Berufserfahrung, all sein Wissen steht dagegen. Schuster, bleib bei deinem Leisten und misch dich nicht in Dinge ein, von denen du nichts verstehst. Du weißt Geschichten von Gott und ich weiß, wie Fischfang geht. Vielleicht lässt diese Antwort Simons in seine Seele blicken. Jesus, wir haben uns abgerackert die ganze Nacht hindurch. Weißt du, was das bedeutet? Jede Nacht wieder und wieder, wie müde, wie frustriert, wie kaputt wir sind. Und vielleicht spricht seine Antwort ja auch aus unserer eigenen Seele. Vielleicht kennen wir diese Nacht oder diese Nächte der Vergeblichkeit. Warum habe ich eigentlich auf Jesus gehört? Das hat Simon sich im Nachhinein vielleicht oft gefragt, ohne eine wirkliche Antwort zu finden. Vielleicht waren es seine Worte, die er nebenbei mitgehört hat im Boot. Vielleicht war es der Frust, der gesagt hat, naja, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Oder die Art und Weise, wie Jesu Worte ihn doch irgendwie erreicht haben, mit ihrer Bestimmtheit, mit ihrer Überzeugungskraft, wieder alle Vernunft, auf dein Wort hin, auf sein Wort hin. Das ist ja kein Befehl, komm jetzt, hopp, mach. Das ist ein Wort, das sein Herz erreicht. Ein Wort, komm, versuch es nochmal, gib nicht auf, fahr ins Tiefe, verlass die gewohnten Abläufe, probier es nochmal, wirf dein Vertrauen nicht weg, welches große Belohnung hat. Das ist unser Trauspruch und immer wieder denke ich an dieses Wort aus dem Hebräerbrief, wirf dein Vertrauen nicht weg, nicht nur in einer Beziehung, in unserer Beziehung, sondern auch sonst. Nicht aufhören zu glauben, zu hoffen, zu lieben, zu versuchen, anzufangen. Es ist gar nicht so leicht, jemanden, der so frustriert ist, der so gefangen ist, in dem, was ihn so beschwert, wieder rauszulocken, wieder zu sagen, komm, versuch's doch nochmal, noch ein einziges Mal, gegen all deine Erfahrung, gegen all deine Enttäuschung nochmal versuchen. Und dann passiert es wirklich, dass so ein Wort kommt, dass es schafft, vorzudringen, tiefer vorzudringen, zu dringen und zu berühren, sodass es gelingt, einen Schritt wieder zu wagen. Ein Wort, das mich in der Tiefe berührt. Vielleicht haben Sie schon mal in Ihrem Leben so ein Wort gehört, so ein Wort von Gott, das Sie plötzlich wieder berührt hat und zum
nächsten Schritt gebracht hat, zum Aufbrechen, zum Umkehren gebracht hat. Vielleicht warten Sie doch darauf. Ein Wort, sein Wort, das uns hinausfahren lässt. Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr Frucht bringt. Simon hat es gewagt. Wieder alle seine Erfahrung hat er den Worten Jesu vertraut. Vielleicht hat er ihnen auch nur etwas zugetraut und gesagt, naja, ich probiere es jetzt halt mal. Jedenfalls sind sie rausgefahren auf diesen See des Misserfolgs ein letztes Mal. Ja, und dann hat es alles verändert. Wirklich, es hat sich alles verändert. Sein Vertrauen hat was verändert. Hätte Petrus nur auf seine Erfahrung gepocht und sei sie noch so professionell und so reich, sei sie noch so fundiert, er hätte niemals erlebt, was er erlebt hat. Erfahrung ist schon wichtig und wir haben alle viel Erfahrung. Wir wissen doch alle, wie das Leben läuft. Und manchmal ist es gut, wieder die Erfahrung etwas zu probieren. Manchmal erstickt ein zu viel ein, ja, aber ich habe doch schon alles probiert, ja, aber das klappt doch sowieso nicht. Manchmal erstickt ein zu viel dieses Realistischen die Hoffnung und die Versuche, etwas Neues zu wagen. Es braucht den Mut, ins Ungewisse aufzubrechen und die Hoffnung eben nicht aufzugeben. Auf dein Wort hin, auf Gottes Wort hin. Simon ist jedenfalls nicht mehr derselbe, als er da mit den Netzen kämpft und die Fische, diesen großen Fang, ins Boot zieht. Wieder alle Vernunft sind sie und Erfahrung sind sie bis zum Zerreißen gespannt. So stehen sie da, er und seine Freunde, verwirrt, verwundert, begeistert, vielleicht ratlos. Das Neue, das Leben, die Fülle, die haben sie sich vielleicht manchmal so vorgestellt und erträumt und jetzt ist es auf einmal da. Aber dann regt sich in Simon noch was ganz anderes. Das hat mich etwas überrascht. Was alles geschehen kann, wenn Jesus mit uns ins Boot steigt und dahin fährt, wo es tief ist, da passieren auch tiefe Dinge. Da ist nicht nur die Begeisterung, die Freude, wie man sie vielleicht bei einem Lottogewinn spürt und sagt, boah, und vielleicht sogar Tränen in den Augen hat, weil man so überwältigt ist, dass das Leben es einmal gut mit einem meint. Nein, es geht noch tiefer. Es ist was anderes. Simon Petrus fällt Jesus zu Füßen und spricht, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst. Warum macht ihm dieser Moment Angst? Warum erschrickt er? Begeisterung, überwältigt sein, ja, aber dieses, ich bin ein sündiger Mensch, vielleicht wird hier in der Tiefe deutlich, was Sünde eigentlich meint, wenn wir sie nicht nur als moralische Verfehlung verstehen, sondern dieses Nichtsein bei dem, was sein könnte, Nichtsein bei dem, was in Gott möglich ist, was wir bei Gott sind, dieses Wegsein von dem, was Gott ist und wozu ich gemeint bin, abgeschnitten zu sein von dieser Quelle, von dem Ursprung des Lebens und nur noch ja, im Modus der Selbstbehauptung, im Modus, ich kann schon alles selber, alles wollen, alles erzwingen, alle Vergeblichkeit nur verdrängen müssen. Dieses Geschenk der Fülle hat den Simon Petrus mit etwas in Berührung gebracht, was darunter liegt, mit der Quelle des Lebens, mit Gott, der die Quelle des Lebens ist. Er hatte diese Quelle verloren und darüber erschrickt er zutiefst. Wie weit bin ich weg gewesen. Vielleicht, so vermute ich nur, darüber sein Entsetzen. Und Jesus bringt ihn in diesem Moment wieder zurück. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, du wirst Menschen gewinnen. Du hast eine neue Aufgabe, einen neuen Anfang. Werde der du bist, bringe Frucht. Von nun an wirst du Menschenfischer. Was geschehen kann, wenn Jesus mit in unser Boot steigt. Ich denke, ja, wir brauchen solche Menschen, Menschenfischer, Menschen, die Menschen gewinnen können, die selbst erfahren haben, was es heißt, auf Gottes Wort hin Vertrauen zu wagen, die wieder berührt wurden in der Tiefe, die aus ihrem Getrenntsein von Gott wieder zurückgefunden haben und ja, auf einen ganz neuen Weg gekommen sind.
Nicht die, die alles schon können und wissen, die nur auf ihre Erfahrung pochen, sondern die, die ganz aus der Gnade leben und so Menschen berühren können und gewinnen können. Ob wir alle jetzt zu Menschenfischern und Missionarinnen werden, schön wäre es schon. Vielleicht geht es aber erst mal darum, Jesus in unser Boot einzuladen, ganz schlicht. Und das Wort zu hören, das uns, das jeder und jedem von uns gesagt wird. Darum Vertrauen zu wagen und zu spüren, wo ich Frucht bringen kann. Ja, wo finden Sie sich in dieser Geschichte, in diesem Bogen von Resignation und neuer Ausrichtung, den wir bei Simon Petrus erlebt haben, wieder? Lassen wir Jesus in unser Boot steigen und schauen, was geschieht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Ja, ganz herzlichen Dank für alle Mitwirkung in diesem Gottesdienst meiner Frau und Dieter Fromm an Gitarre und Querflöte und Christoph Reinhold Morath an der Orgel und allen anderen natürlich auch. Danke auch für die Gaben der letzten Woche, 1.181 Euro. Heute sammeln wir sammeln ja zurzeit nur am Ausgang für ein Projekt, was unser Umweltteam empfohlen hat, ein Verein Selbsthilfe Äthiopien, der sich um Brunnenbau, Solarenergieanlagen, Windkraft kümmert. Das wollen wir gerne heute unterstützen. Die Einladungen für die Gottesdienste finden Sie auf dem Blatt. Besonders vielleicht nächsten Sonntag um 11 die Familienkirche, die wir hier im Innenhof dann hinter der Kirche anbieten wollen, also Open Air bei gutem Wetter. Die Picknickdecke bitte mitbringen oder das eben dann auch weitergeben an die, die vielleicht kommen wollen. Und Sonntagabend, Christoph Reinhold Morath, Wort und Musik, geh aus mein Herz. Wir haben es heute schon intoniert und es werden Texte und Improvisationen und Orgelmusik kommen. Sie finden ein Plakat dazu und können sich noch näher informieren, nächsten Sonntag 19 Uhr. Das Wort für diese Woche: aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. So lasst uns nun beten. Du Gott des Lebens, du rufst uns zum Aufbruch, wenn wir bleiben wollen. Du zeigst uns den Weg, wenn wir ratlos sind. Du tröstest, wenn wir weinen. Du erfüllst mit Hoffnung, wenn wir uns fürchten. Du segnest deine Menschen. Du Gott des Lebens, sende deinen Geist dorthin, wo das Beharren im Alten das Leben bedroht. Brich verhärtete Fronten auf. Sei gegenwärtig, wenn die Mächtigen über die Zukunft Europas ringen. Sei gegenwärtig, wenn Feindschaft gesät wird. Sei gegenwärtig, wenn Hass das Zusammenleben zerstört. Bekehre die Herzen der Menschen zur Liebe. Du segnest deine Menschen, du unser Gott. Geh mit uns, wenn wir ratlos sind. Gerechtigkeit wünschen wir uns und wissen, dass unsere Gerechtigkeit nur Stückwerk ist. Sei gegenwärtig, wenn die Flüchtenden einen sicheren Ort suchen. Sei gegenwärtig, wenn die Kinder der Armen ein besseres Leben suchen. Sei gegenwärtig, wenn die Not der einen gegen die Not der anderen benutzt wird. Du segnest deine Menschen, Gott. Wisch die Tränen ab von den Gesichtern der Verzweifelten, der Kranken, der Trauernden. Geh mit denen, die müde geworden sind, die ihre Hoffnung verloren haben. Deine Verheißungen sind wahr, du segnest deine Menschen. Du bist die Zukunft, erfülle uns und alle, die zu uns gehören, mit Hoffnung und Leben. Teile dich als Brot des Lebens in deiner weltweiten Kirche aus und in unserer Mitte. Du segnest deine Menschen, Gott, und im Vertrauen auf Jesus Christus und mit ihm beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht im Vertrauen auf Gott und mit seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.